Er hat ein Passiv, wo er den Loot für alle verbessert. Er hat eine Chance, dass bessere Kisten spawnen und dass Gegner mehr Gegenstände fallen lassen. Was halt auch machen wir ein Top-Team. Wir haben von jedem alles. Ist auch okay. Arthur plus Henry ist ziemlich gute Combo auch. Solange Arthur ein bisschen auf sich aufpasst. Die Anführer sind alle nicht. Die Anführer buffen halt das ganze Team. Aber, die Anführer buffen das ganze Team und meistens willst du entweder den Support oder einen Anführer als erstes rausnehmen, weil die selber sich halt nicht so viel aushalten wie die Damage Dealer. Deswegen musst du halt, wenn du einen Anführer spielst, Sachen reinstecken ins Überleben und versuchen wegzukommen, weil der Dämon möchte dich eigentlich als Anführer rausnehmen, damit du die anderen nicht mehr buffst. Das wäre sehr praktisch. Oder ein Support halt, aber mit dem Support von Pablo. Raymond Noby, Department of Ancient History. I know now that nothing can remedy the atrocity I have unleashed, but I believe I can stop it. Follow these instructions. Haben wir schon mal ein Repartiergewehr. Und ein Revolver gefällt mir eigentlich besser. I have hidden several pieces of a map nearby. Collect them to reveal the location of the lost pieces. Ein bisschen einsammeln. In der Sackgasse ist das erste Teil, was wir brauchen. Auf Pablo und dann gehen wir wahrscheinlich gleich auch Richtung Sackgasse, würde ich sagen. Check it out. Ja. Pablo ist dabei. Pablo ist dabei. Ich habe einen Charakter, wie gesagt, die Loot-Chancen zu erhöhen. Sackgasse ist ein ziemlich gefährlicher Ort zu looten, wenn wir später hinkommen. Was mir zum Beispiel nicht gefällt, dass halt König Arthur ziemlich einzeln ist. Wenn der nicht weiß, was er tut, ist er ziemlich schnell tot. Ei! All aboard the pain train. Und wir hoffen, dass der Dämon hier noch nicht war. Ah, schade, unser Damage-Dealer ist auch da. Bloß für den Fall der Fälle tue ich auf jeden Fall hier. Ich habe so ein blaues Licht. Mit dem blauen Licht kann ich dachte, du haust mir den weg, Henry. Okay, ich muss mir den selber hauen. Im blauen Licht kann ich Fallen ausschalten und so. Und Dämonenfallen hier zum Beispiel unten deaktivieren, falls er sie nutzen würde. Wir haben hier noch ein Amulett rumliegen. Fleischklopfer, da ist eine Cola. Cola ist zum Heilen. Streichhölzer ist immer gut. Noch eine Cola. Was wir aber unbedingt brauchen, was wir noch nicht gefunden haben gerade. Oh shit, der Dämon ist hier. Das ist nicht gut. Nein, du willst jetzt nicht ins Autorad rein. Wir wollen hier noch ganz kurz looten, Junge. Hier geht auch halt lila. Okay. Ich will eigentlich eine Kiste finden. Wir brauchen unbedingt eine Kiste. Hier muss eine Kiste sein. Hier muss irgendwo eine Kiste sein. Kisten geben uns Level-Ups und so. Wir brauchen hier auf jeden Fall ein bisschen Level-Ups, sonst. Die Sackgasse ist eigentlich ein guter Ort. Und ja, wenn wir. Das ist ein Repartiergewehr, das ist okay. Ich mach hier mal schnell Loot an. Ich höre eine Kiste. Da, sowas brauchen wir. Sowas brauchen wir, damit alle looten können. Ich habe eine legendäre. Das ist meine allererste legendäre Waffe, die ich gefunden habe im Spiel. Ich habe bloß kaum Munition dafür. Okay. Auch noch eine Kiste. Da ist noch eine Kiste da drin irgendwo. Shit, wo ist sie?
Okay. Schaufel, die wird sich bestimmt jemand nehmen. Niemand? Niemand die Schau oder will die Henry nehmen? Also, okay. Wir müssen raus, da ist der Flutgeier irgendwo. Ah, da. Okay, jetzt können wir dann gehen. Ich brauche Ausdauer. Oder? Haben wir alles sonst? Ich habe leider Cooldown auf meine Waffe. Da haben wir noch ein Amulett. Munition. Armbrust ist mein Vorteil eigentlich mit dem Charakter, aber gegenüber eine legendäre Waffe, you know? Oh, doch, warum ist hier okay, wir müssen Oak Friedhof. Ja, es ist schon richtig. Ist okay. Wir sind dabei. Lass uns Auto. Komm rein. Die Kisten sind wichtig zu finden, weil sie halt Level-Ups geben. Das war wichtig. Ich habe zum Beispiel 4 Level in Ausdauer. Und so, dann können wir hoch. Ich glaube, das meiste müssten wir jetzt hier unten haben. Zumindest ist da mindestens immer eine Kiste irgendwo in dem Gebiet. Oh, jetzt hier. The survivors have collected another portion of the map. An admirable effort, but there is still much to be done. Ich tue gerade noch ein bisschen. War hier irgendwo eine Kiste? Dort Fallen wegmachen und so, wenn es geht. Oh, der Flugtyp ist da. Moment. No. Wird doch hier das anzünden für uns. Das macht unsere Angst weg. Dann kann keiner so benommen werden, sozusagen. So. Und da oben müssen wir dann zum nächsten Gebäude auch noch. Was ich halt gerne hätte, wäre noch Munition und Loot. Ich habe nicht zu viel Munition. Aber wir haben hier keine Kiste gefunden. Das ist irgendwie... Oh shit, die haben da... Da liegt noch Muni rum. Munition einsammeln, auch die andere Munition. Das ist bloß ein Speer. Kommen die klar? Ja, die kommen klar. Da hoch. Ich würde da oben die Männer gerne noch looten wollen, während Pablo... Pablo ist einer, der zum Beispiel sich wirklich alleine bewegen kann. Moment, ich möchte meine Fähigkeit anmachen. Und dann sollten wir hier eigentlich Fallen wegmachen können. Und dann können wir nämlich hier. With the final piece of the map in your possession, only the demon stands between you and the necessary ritual items. Ich habe die, ich habe die Dinge noch an. Mein Licht, wo Fallen wegmachen kann. Noch für 11 Sekunden. Ich würde das gerne ausnutzen. Upsa, upsa. Aha. Aha. Tschüss, Schnuckis. Oh, no, da kommt er durch. Hey, wir rennen. Wir rennen, das ist der Flötentyp. Wir machen da nicht. Wir rennen da weg. Wir kämpfen nicht mit denen. Dafür habe ich Ausdauer trainiert. Dafür haben wir Ausdauer trainiert. Rennt er mir noch hinterher? Reloading. Der ist dahin unterwegs. Ich gehe mal mit dem mit. Lass mich Angst trainieren. Okay, nope. Ich habe genügend Ausdauer, Schnucki, vergiss es. Da ist ziemlich viel Zeug zum Looten noch.
15 Sekunden, bis mein Skill auf Cooldown runtergeht. Das heißt, 10 Sekunden, dann werde ich da reingehen. Oh, da wird alles mit Pfeilen zustellen. Das soll mir recht sein. Ich trinke auch mal eine Cola voll. Ich habe da noch eine neue Cola gesehen. Mach ein Amulett dran. Oh, oh. Oh, wow, daneben. Jetzt kann ich meine Dinger anmachen. Der hängt da mit dran, das ist okay. Jetzt kann ich mit die Fallen hier wegmachen, indem ich sie anleuchte. Und das fuckt ihn ziemlich gut ab, hoffentlich. Da ist ein neues Amulett, was wir nehmen können. Munition, die ich brauchen kann. Und der wird hier alles mit Fallen gelegt haben. Das wird ihn ziemlich anfucken, dass die ganzen Fallen weg sind. Weil Ed ist nämlich richtig toll darin, Fallen wegzumachen. Da sind noch ein paar Streichhölzer. Lass mich ganz kurz hier drin looten. Amulett, oh. Ja, okay, ich komme. Okay. Ich habe gehofft, dass wir noch was kriegen. Lass den anderen gehen. Let's go. Der hat Probleme da oben. Der hat Probleme da rechts. Rechts, okay. Zu dem Hotel. Wieso ist er disconnected? Wir sind doch am Kommen. What the fuck, man? Wieso? Ah, oh, das geht mir so auf den Sack. Nekromant ist der stärkste. Nehmen wir mal den Spiel. I don't get it, man. Holy fuck. Ne, Jäger, du meinst als hier, als. Ich finde Ed. Ich finde alle stark. Ja, Mann, wie soll man das jetzt wieder? Oh mein Gott, Mann. Ich hab hier überall Fallen wegmachen. Das Problem ist, dass mir die Munition gleich ausgeht, von weil ich so viel ballern muss. Mich hier irgendwo extra Muni oder so. Ich habe auch keine gute. Warte mal, ich kann mal pingen mit Munition. Spezialwaffenmunition. Ich weiß nicht, ob die andere welche haben. Jetzt haben wir das aktiviert. The survivors have begun to collect the lost pages. Das ist Munition. Oh, jetzt hat er mich übernommen. Gott, wir haben alle so viel Angst da. Holy shit! Haut's mich raus. Oh mein Gott! Wir müssen den ja mal rausnehmen, der uns da. Das ist. Ich würde ganz kurz das da machen wollen. Weil es ein Level up gibt. Okay, ich komme wieder zurück. Lass mich Angst trainieren. Ne, hörst du auf zu ballern? No! Arthur, hau ihn raus! Okay, der ist raus. Ich hab 4 Schüsse noch. Gott, der ist sogar schlecht. Der stellt den Flötenspieler immer ziemlich offen hin. Wo man ihn sieht.
Oh no. Oh. Oh, sorry. Der hat mich auch heilen wollen. Oh, das war gut von dir, aber ich hab sorry. Das war mein letzter Schuss. Das war mein letzter Schuss. Die Zeit ist aber auch gleich vorbei. You have procured the lost pages of the power of the book is within reach. Ich schmeiß ihm die Amulette hin. Drink deep of this potion, friends. Und wieso kann ich nicht? Wieso kann ich dir wohl die Dinge aufsammeln? Shit, warte mal, ich wollte doch Schild trainieren. Wieso kann ich die Level-Ups denn aufsammeln? Oh, das ist Bullshit, Mann. Das ist Bullshit, dass ich die Level-Ups nicht krieg. Oh mein Gott, jetzt bug ich noch rum, weißt? Das Spiel ist eh so... Ich wollte die Level-Ups und Schilde trainieren, dass Pablo mir Schilde geben kann. Deswegen habe ich ihm die Amulette hingeschmissen. Jetzt hat er die Schilde gegeben, aber ich konnte das Level-Up nicht aufsammeln, weil das verbuggt war. Ach, come on. Ach, das ist so ein Bullshit gerade. Ich hab null Money und so. Das ist. I don't know, man. Ich weiß nicht, wer das noch. eben sollen. Das ist da unten. Das Problem ist. Ich kann eigentlich nicht helfen. Weißt du, was ich mach? Okay, ich sag denen, dass ich Munition brauche. Ich gehe woanders noch looten. Ich kann da unten nichts helfen mit einer weisen Nahkampfwaffe. Was soll ich mit einer weisen Nahkampfwaffe helfen? You know? A bit sweet, but the effects are instantaneous. Das bringt nichts. Ich gehe hier hin und versuche Munition noch einzusammeln. Ich kann jetzt auch. Ich mache noch sogar eine Ausdauer, dass ich schneller runterkomme. Ja, yeah, ja, die fahren. Ich lasse sie echt gerade allein. I don't know. Ich mache hier die ganzen Dinge weg. Ich hoffe... Wenn da Fallen waren, habe ich sie hoffentlich alle weggemacht. Ich brauche Muni, sonst können wir das Event da unten nicht schaffen. Und vielleicht können die, weil sonst ist es eh vorbei. Wenn ich keine Muni habe, kann ich keinen Damage dann machen und so. Das ist bescheuert. Ich höre da draußen auch eine Kiste noch. Ich brauche unbedingt. Ja, ja, das sehen die auch, wenn ich nach Muni frage. Da steht auch so dort. Markiert Spezialwaffenmunition. Oh, Leute, jetzt hat er was markiert. Ich habe eine legendäre Waffe und keine Munition dafür. Unbedingt. Das ist... Oh. Das sind drei Schüsse, reichen uns halt nicht für dieses Event. Ich habe in dem einen Event gar 10 ausgeben mindestens. Ich will die Kiste da draußen noch looten. Da war eine Kiste noch. Lass mich erstmal meine Ding anmachen. Da war noch eine Shams rumgelegen. The group has begun to collect das Event aktiviert. Initiating a period of battle against the dead. Okay. Close to ensure its collection. Ich hoffe, der kann die Muni einfach mitnehmen. Du kannst auch andere Munition mitnehmen und dann einfach... Ja, alles gehen. Amulette kann man auch noch mitnehmen. Ja, ist nichts. Da kann ich nicht raus. Nicht da raus. Okay, drei Schuss. Das ist nicht so schön. Immerhin. Zwei Amulette, zwei Heal-Teile.
Ammo. Drei Schuss. Ich behalte mir die drei Schuss alle für Evil Ash aus dem Boss, wenn er den beschwört. Alles andere. Tun. Oh, da ist ja der Boss. Schlechte Idee, schlechte Idee, schlechte Idee. Oh. Oh. No, 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 no. Wo ist der Boss da hinten? Bam! Wir haben es dann jetzt mal aktiviert, hä? You have activated the Pandarian dagger. All manner of evil spirits will sense their imminent doom and attack accordingly. Keine fucking Ammo! Ich bin Fernkampfcharakter ohne Munition! So bescheuert. Ich versuche mein Bestes, mit einem weißen Teil zu machen. Der hat mich geheilt nochmal. Ich kann da drin nochmal eine Falle deaktivieren in der Hoffnung. Fucking shit, ich nehme das Rackgewehr auf. Da habe ich mir noch Muni für das Rackgewehr. Ist zwar weiß, aber ich habe Muni dafür. Das ist besser halt als. Upsa. Wie sieht's denn so aus? Da liegt da noch eine Chance rum. Oh, daneben. Das war ja auch phänomenal. Kann er noch mit Fallen deaktivieren überall ums rum? Und so. Oh, 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 müssen wir so ausweichen. Living have seized the Pandarian dagger. You are one step closer to defeating the spirits of the book. What the fuck? You now possess the lost pages and Pandarian dagger. Okay, Ich drop mal so Sachen. Ich möchte hier Shems und die anderen Sachen für den Support droppen. Oh, I don't know, ob wir das brauchen. Aber ja, ich habe dem anderen da alles hingedroppt. An Amuletten und so. Es hat das eine aufgenommen. Willst du mich heilen? Ich meine, wenn der das keiner aufnimmt, dann nehme ich es auf. Fire! Joho, ja. Ich weiß nicht, ob das jemand brauchen kann, ich habe halt keine Muni damit. Feier! Mein Feuer, ja. Also, mit denen habe ich halt sau viel mehr Schuss, das ist das Problem, als mit der anderen Waffe. Wurde jetzt wieder einiges an Spezialmunition, aber bei 9 Schüsse sind es halt, glaube ich, nicht wert. Genau. Wie weit müssen wir denn hin darunter? 2. Amulett können wir hier noch einsammeln. Okay. Jetzt lass mich Fernkampf leveln. mit der legendären Waffe. Ich war hauptsächlich auf Überleben geleffelt. Ich mach mal Ding an zum. Oh, die Waffe sind natürlich auch schon besser hier. Hier kann ich halt auch wieder alle Sachen deaktivieren. Das heißt, ich kann hier drinnen ziemlich gut looten, ohne dass was passiert.
Das ist der Vorteil von Ed. Sonst, wenn hier 1000 Fallen anspringen würden, wäre das richtig scheiße. Aber so kann ich halt ohne Probleme looten. Also, ich meine, nicht ganz ohne Probleme, je nachdem, was der Dämon noch macht. Aber zumindest renne ich nicht konstant an irgendwelche Fallen rein, ja? So ein Cooldown leider. Na, alles hingeschmissen. Ups. Danke. Das war von ihr, ja. Once and for all. Oh no. Careful. Oh. Okay. Ich wollte unbedingt meine Angst auch runter machen. Wo ist der? Oh, da. Mitten in mir drin. Okay. Ich hab mein Licht wieder an. Oder? Ja, jetzt habe ich mein Licht an. Ich möchte hier gerne die ganzen Fallen wegmachen, wenn es geht. Da ist noch ein Schemps, das ist gut. Da liegt noch ein bisschen Munition rum. Das ist der Evil Ash. Das ist ungut. Aber wir können dem ausweichen. Ich kite den. No, lass mich trinken. This drink's got otherworldly properties. Ich hab nämlich viel Ausdauer. Ich kann den ziemlich lange kiten. No, ja, das kann ich nicht ausweichen so richtig. Aber wenn die anderen währenddessen das Event da schaffen, während ich den hier kite. Oh shit. Oh, jetzt hat er aufgeben. Oh mein Gott. Ist hier irgendwo eine Shams nochmal drin? Ich brauche eine Shams, das wäre richtig gut. Shams! Ich brauche eine fucking Cola! Shit, da ist keine Cola drin. Ich will wirklich nicht, dass er mich übernimmt und mit mir übernehmen dann die anderen umbringt, weil ich halt guten Schussschaden habe. Ich mache noch einmal meine Angst weg und hoffe, dann gehe ich in die Mitte und versuche denen zu helfen. Ich habe den Boss immerhin ziemlich lange hingekriegt. Am Endeffekt habe ich den Boss alleine getötet, weil er hat aufgegeben, im Boss drin zu sein. Und der Boss war weg. Das war gut für uns. Ich mache nochmal meine Taschenlampe an, damit ich... Oh shit. Ich habe ihn raus... Nein, noch nicht rausgeschossen. No! Wo ist Pablo? Ich brauche einen Heal. Danke dir. Oh, das Evil Ash nochmal.
Oh mein Gott! No, der ist gestorben. Oh, wir sind schon beim Endevent. Attempt to destroy the completed Necronomicon. You must not allow it. No! Buka, 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 Buka. Der muss das Ding zerstören. Okay, der ist tot. Oh mein Gott, ich muss reloaden. Das ist ein Flötentyp. Holy shit. Das sind so viele Gegner. Buka. Eine Minute noch. Buka. Shit, Mann, ich bin nervös. Shit. Reloads. Oh shit, oh shit, oh shit. Don't die. Ich hab keine. 20 Das ist noch 18 Sekunden aushalten. Booker, Booker. Ah, 8 Sekunden! 6 Sekunden! Oh. 3, 2, 1! Ja, meiner, ja, meiner. Fuck you shit! Yes! Yes! Wow, you did it! Fuck yeah, well played! GG! Oh damn! Holy fuck! Okay, mach mich wieder aus. Es ist am Morgen, meine Kamera ist nicht. I choose to believe you've closed the portal. Holy shit! Das Beste, was ich. Oh Gott, meine Kamera ist super. Der Wechsel auf die graue Waffe war die richtige Wahl, weil ich da Munition hatte statt die legendäre. Ich hatte nicht mehr meinen Fernkampfschaden voll trainiert. Aber holy fuck, man! Obwohl einer getrennt ist. Du hast wieder alles getötet. Ich habe 2 Bosse getötet und Ding und oh mein Gott. Was für ein Match. Oh mein Gott. Das war. GG.